Oh shit. Okay, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around, it look like Circus Soleil. This is not the album either, these are just a dope. Ja, auf jeden Fall. Hier ist irgendwas komisches, da hat irgendwas hier dran hinten. So. Was ist denn das? Was soll denn das sein, Alter? Komischer Typ. Ja, sie filtert hier vor der Polizei. So, habe ich überhaupt schon hier so ein Intro gemacht, oder wie es heißt? Hallöchen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Oh. Heute fahre ich einfach mal an der Polizei vorbei. Und ich nehme euch mit, wie ich einfach fahre. Dann fahre ich, dann fahre ich und dann fahre ich. Ich glaube, wir fahren jetzt gleich mal die Schlossstraße lang. Einer meiner Lieblingsorte. Uga, Uga, Uga. Das hier ist richtig gefährlich, Alter. Richtig gefährlich hier, Alter. Vorne hat sie ihr Kind drin. Und fährt die mitten auf der Straße einfach mit Überholmanöver und so weiter. So was macht man nicht. Auch bitte, dass das Strafrecht nicht verfolgt wird. Weil. Mann, 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 was soll man dazu noch sagen? Oh, ein Tesla Model X. Ich sehe gerade irgendwie hier im Spiegel, dass mein Akku ein bisschen leuchtet. Ich hoffe, der hat noch genug Power. Das reicht aus, bis wir einmal durch die Schlossstraße gefahren sind. Und wenn nicht, dann wird das Video da beendet, wo es zu Ende geht. Und ihr habt wenigstens diesen unglaublichen Roller von GioYoYoYo gesehen. Oh mein Gott, Alter. Ich komme nicht hinterher. Oh mein Gott, Alter. Eine Beschleunigung. Dieser unglaubliche Roller. Schon ist er weg. Irgendwo da hinten. Da, 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 da hinten ist er. Bin ich so ein bisschen ruhig, wundert euch nicht. Ich überlege meistens so lange, was ich sage. Natürlich Quatsch.
Also, heute im Programm Paul Panzer, 5. bis 7.5. im Tempodrom Berlin. Bitte kommt alle hin. Des Weiteren ist noch die Teddy Show vertreten. Und zwar mit dem Programm DS passiert alles in deiner Birne. Also wahrscheinlich du bist du aus einer Birne ein. Und Mario Barth, also am 16.06. 2017 in der Mercedes-Benz Arena. Und Mario Barth, Männer sind bekloppt, aber sexy, am 8.07.2017 in der Waldbühne. Ich hoffe, euch hat das Programm sehr viel Spaß gemacht und geholfen beim Auswahlverfahren. Was steht da vorne für ein Motorrad? Das ist jetzt die Frage. Es ist eine Yamaha. Eine? Was ist das für eine? Eine R1? Ich kann es nicht so ganz erkennen. Aber bestimmt. Jetzt sind wir in der Schorstraße. Sehr nice auf jeden Fall. Top, ein R6. Und von Batavus. Bike. Da hupt ein kleiner Bastard. So, das ist die Schlossstraße, die ist sehr, sehr schön und meine Kamera nimmt immer noch auf. Das ist auch wunderschön. Dieser Bus ist nicht wunderschön, aber dieses Motorrad hier, oh, Harley Motorradsport, ey. Hier endet auch die Schorstraße. Hier ist wieder mal keine spannende Sache passiert. Ey. Außer eins. Und zwar, dass die jetzt hier auf mich steht. Oh, das ist eine Süße, die liebt mich. Oh mein Gott! Okay, diesen Titel nenne ich auf jeden Fall. Sie hat sich verliebt. Leider habe ich diese Nummer nicht. Da ich auch eine wunderschöne Freundin habe. Und zwar hier, mein wunderschönes Motorrad. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert auch meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Bis dahin, erstmal ciao!